Ja, als Hardtail geht natürlich viel direkter als ein Fully. Hi liebe Leute, ich bin's wieder, Marc, und nach dem letzten Video, wo ich erzählt habe, dass ich monatelang kein E-Mountainbike hatte und ein bisschen berichtet habe, wie die Erfahrung war, wieder ohne Strom zu fahren, oder vor allem nur noch ohne Strom, habe ich jetzt mein neues E-Mountainbike, also New Bike Day war jetzt schon ein paar Tage her und ich konnte schon ein bisschen testen. Und der Schwerpunkt des Kanals geht ja jetzt mehr um erschwingliche Fahrräder, also keine mega High-End Carbon Enduros, sondern eher ja, Räder für jedermann und für den normalen Geländerad-Einsatz, sag ich mal. Und ich möchte euch mal das neue Leaderfox hier zeigen, was ich habe. Und zwar ist es, wieder gesagt, mit Strom, E-Mountainbike, 29er. Und das fand ich sehr angenehm. Und die Reifen haben mich auch sehr positiv überrascht, weil die nicht so ein starkes Profil haben und deswegen sich sehr gut reinhalten, weil es war jetzt auch mal ein bisschen matschig. Trotzdem gut rollen. Und Barfangmotor, großer Akku, 7x20, also richtig gute Reichweite. Ja, Allevio-Schaltung funktioniert echt gut. Also ich hätte gedacht, Deore sollte mal nicht runtergehen, aber vom Schaltgefühl echt super. Stabile Laufräder, also ich bin durchweg positiv überrascht. Ich fand auch, dass der Hersteller sich ganz gut Gedanken gemacht hat. Zum Beispiel hatte ich früher in Kursen oft günstige E-Mountainbikes mit einer ganz kleinen Scheibe. Hier ist zumindest vorne mal eine größere, wahrscheinlich 180er, jetzt keine 220er oder so. Aber nicht so ein Mini-Ding, das finde ich mal gut. Gute Reifen, Gabel natürlich super basic, aber für normale Wege reicht das. Und auch Bremsanlage, alles eher so im Low-Budget-Bereich, aber sehr funktional. Was ich direkt getauscht habe, ist hier die Stütze, weil davon habe ich ein paar zu Hause und da mag ich einfach den Komfort. Eine Parallelogramm-Federstütze. Mal zeigen hier, die federt halt sehr sanft und hier für Dreck geschützt ganz gut. Ja, und was schön ist, der Motor hat sehr, sehr leise und smooth, also ich bin sehr angetan, große Reichweite und wenn der Motor aus hat, kann man auch sehr gut fahren. Also das, ja, es rollt einfach echt gut, das Rad. Ich nehme euch jetzt mal mit auf einen Flow Trail. Ja, zu Hause fahre ich mehr so durch die Wälder, das sind oft dann Forstwege, Wiesenwege. Aber jetzt bin ich in Willingen, im Nachbarort, da gibt es noch ein paar offizielle Trails. Sattel runter und dann Kamera auf den Helm und dann mal gucken, wie ich um die Schlaglöcher drumherum fahre mit dem Hardtail. Ich nehme euch mit. Ja, tut er. Okay, also Anfängerrad, Anfängerstrecke. Ja, und ich fahre den Björn hinterher. Haben wir ein bisschen Spaß. Mal gucken. Oh, es kann springen. Ja, als Hardtail geht natürlich viel direkter als ein Fully. Und dann ja, also es geht gut. Und dann geht es ein bisschen. So. Jetzt gucken wir mal. Ah, jetzt kommen wir jetzt noch richtige Anlegerkurven. 29er. So. Da waren zwei Steine, die habe ich umfahren. Okay, so, innere Linie auffangen, so. Ich versuche halt immer die Bremslöcher zu umfahren, aber so schlimm sind die ja gar nicht. So, habt ihr gesehen, in der Mitte sind die Löcher. Ich fahre an den Löchern vorbei. Witzig, witzig.
noch mal hinsetzen. Oh, ich bin ein fauler Mensch. Oh, da waren ein paar Löcher. Okay. Hinsetzen. Wenn man faul ist und sich auf den Allerwertesten setzt. Ja. Außen, außen, ich innen, außen. So. Oh, was haben wir hier? Oh, okay. Heieiei, der verbremst, verbremst. War schon das ganze Jahr noch keinmal gefahren, die Strecke. Also früher kannte ich die irgendwie auswendig, weil ich mit meinem Vater in die Kunden immer runter bin. Lange ist es her, lange ist es her. Vor Corona. So, guck mal, sind da? Läuft. Also, der Flow Trail auch familienfreundlich, anfängerfreundlich und Hardtail-freundlich. Und Björn ist auch immer freundlich, also fahr du vor. Und unser Local Trainer hier, er bringt euch das bei. Er hilft euch. Da sind wieder viele Löcher. Ja, die Federgabel arbeitet schon noch. Da ist Björn wieder. Nicht, dass er mir wegfährt. Ein bisschen springen. Also der Flow Country, der hat mehr Tables und die Freeride noch mehr. Hier sind viele Roller, Roller. Oh, schöne Aussicht. Aber nach vorne guckt, oh, bergauf fahren, Motor ist aus, passt schon. Da ist er noch, ich sehe ihn noch, den Björn. Und ein kleiner Sprung. So. Ja, ist wie Pumptrack fahren hier. Okay. Den Stoppie, den lassen wir mal dem Björn. Geht's hier noch weiter? Ja, fahren noch ein bisschen weiter, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Ich fahre halt zu Hause mehr so durch den Wald und weniger auf so Bikeparkstrecken. Das merke ich dann schon, dass die körperliche Belastung ist auch eine andere. So, kleine. Oh, das sind Wellen, okay. Ah, 29, er rollt halt gut über die Dinger. So, Björn, da ist er noch. Nicht, dass er... Ja. Also, wenn Björn sein eigenes Tempo fahren würde, dann wäre er schon weg. Er weiß ja, dass ich hinter ihm fahre. So, und hier ruppelt es ein bisschen. Das sind, wenn die Leute halt so stark bremsen, dann entstehen immer diese Bremslöcher, Bremswellen genannt. Typisch im Bikepark. Aber das ist... Geht teilweise noch, also habe ich schon mal schlimmer erlebt. So, hier kann man jetzt den Motor anmachen. Hört ihr, wie leise der ist? Der ist sehr leise, der Motor. Also man, echt witzig, ich habe Motor an. Hört man kaum, oder? Oh, jetzt wieder aus. Null. Okay, hier weiß ich noch, hier muss man... wo willst du lang? Kannst du die Kurven runter, da Drop-Batterie. Ja, aber mit dem... Anfänger Hardtail, also willst du droppen gehen und so? Dann treffen wir uns unten. Ja, kann man machen. Okay, dann enjoy, viel Spaß. Ja. Und ich gucke, dass ich hier noch ein bisschen Anlegerkurven fahre. Die, so, er droppt da, könnt ihr jetzt mal sehen. Da kann er droppen. Der Seat Drop. Und da kann er seine Sprünge machen. So, jetzt muss er meine eigene Strecke gucken hier. Also. Da draußen sind dicke Löcher, dann fahre ich lieber die innere Linie. Also, immer da, wo es nicht so ruppelt, mag ich lieber, weil ich ja im Hardtail fahre. Und da gefällt mir das ganz gut. Die Anlegerkurven hier unten sind ein bisschen kleiner als die oben. Also, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man hier noch nie war. Okay, hier kann man normal fahren. Hier so kleine Wellen,
gucken, frei. So, hier kann man snacken. Frei. Da ist ja der Björn. Wir müssen hier links. Okay, also muss ich aufpassen, dass ich mir nicht ins Rad fahre. Und hier sind wir in der Verleihstation. Nochmal links. Da machen wir dann mal einen kurzen Halt, ja? Frei. Komm da, wo die Sonne ist. Liebe Leute. So, also der New Bike Day Vlog ist am Ende. Ja, also ich habe euch das mal gezeigt. Vielleicht, falls ihr noch eine Frage habt zum Gewicht. Natürlich, das ist ein Einsteiger 29er HTS, das heißt mit dem großen Akku, 720er. Ich habe es jetzt nicht gewogen, ich tippe mal so 25 Kilo vielleicht. Also es ist kein Light EMTB. Ja, Performance überzeugt mich sehr. Klar, die Federgabel ist sehr basic. Bremsen funktionieren super. Und ich fahre es ja primär einfach normalen Wälder, normale Wege und weniger anspruchsvolle Bikepackstrecken und so. Aber auf einem Flowtrail taugt es auf jeden Fall. Und ja, schreibt doch mal in die Kommentare, ja, was ihr so für Strecken zu Hause fahrt. Würde euch so ein EMTB Hardtail reichen oder muss es dann doch schon ein Enduro sein oder All Mountain oder Trailbike? Ich bin jetzt ganz heiß darauf, mal die ganzen Modelle zu testen im Einsteigerbereich, weil das für die Art, wie ich selber persönlich privat fahre seit 25 Jahren, perfekt passt. Und Bikepark-Spielränzchen-Spiele und Drops-Spielereien und so ist nicht mehr so mein Schwerpunkt. Und ja, das passt ganz gut für mich. Ich freue mich auf den nächsten Vlog und die nächsten Videos. Bis dann. Ciao. So, liebe Leute. Ja, Mountainbiken. Was ist das eigentlich? Sind breite Schotterwege, Mountainbiken? Wohin geht der ganze Kanal? Was ist mit einfachen oder mit normalen Biken gemeint? Ich muss jetzt die Sonnenbrille anziehen, sorry. Ich war mit euch auf dem Flowtrail und Willingen, weil ich da einen Kollegen getroffen habe und habe gesagt, komm, dann filmen wir da mal kurz, um auch noch ein bisschen was zu zeigen mit dem neuen Bike. Und jetzt will ich euch mal zeigen, was für mich das ist. Leute, das ist für mich Mountainbiken. Einfach losfahren, die Natur genießen, klar. Hier sind jetzt ein paar Bäume weg wegen der Borkenkäferplage, Klimawandel und so, aber schaut mal hier, trotzdem die Landschaft. Das, was ich seit 25 Jahren mache, mit dem Fahrrad in die Natur fahren und klar, dafür reicht normales Mountainbike, E-Mountainbike in dem Fall. Ich habe zwei, eins mit Motor, eins ohne Motor. Ich zeige erstmal das mit Motor und das ist ein ganz, ganz simples Rad, trotzdem mit einem guten Motor und ist einfach genial. Da brauche ich keinen Schnickschnack, Trail, Enduro, Mountainbike, High-End. Also jeder, der das mag, alles gut und hat auch seine Berechtigung. Aber für das simple, einfache Biken reichen simple, einfache Fahrräder, die funktionieren müssen ohne Stress und ohne Trouble. Oh, weiter geht's. Also auch dann kurz das Panorama genießen, den Riegel kauen. Und das Coole jetzt an dem Rad ist, die rollen so gut, die Reifen und die Laufräder. Ich kann ganz viel auch mit Motor ausfahren, dann habe ich ein gutes Training, weil ich war schon immer so Typ Eco oder Eco Off, also Motor auch mal aus, wenn es nicht sein muss. Und das geht mit dem Rad noch viel besser als mit meinem alten E-Mountainbike, weil es schlechter gerollt ist. Ja, super.